Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück hier bei Transport Weaver zu einer neuen Ausgabe. In der letzten Folge haben wir ja hier die paar Schattenfaden gemacht, damit hier ein bisschen mehr Realismus in das ganze Spiel reinkommt. Beziehungsweise, wenn wir hier ein paar Kamerafahrten machen, dass hier einfach ein bisschen Rangierfahrten sind. Und heute möchte ich die Strecke noch ein bisschen erweitern. Nämlich hier bei Line City brauchen wir jetzt Benzin. Und ich möchte da die bestehende Linie nutzen, damit hier auch ein bisschen Traffic raufkommt. Und ich habe mir überlegt, wir haben ja hier die Produktion von Benzin und auch die Schiffsverbindung. Wir hätten jetzt die Option gehabt, dass wir einerseits hier einen Bahnhof bauen, dann hier den Anschluss, was gar nicht mal so schlecht wäre, das heißt, das Schiff fährt hier hin und dann weiter da unten. Oder wir machen hier am Bahnhof hin und fahren dann so rauf und fahren halt durch das ganze Getöse hier durch. Ich würde sagen, wir bauen den Bahnhof hier. Eigentlich hätte ich ihn gern hier gebaut gehabt. Ich glaube, das hätte ganz gut ausschauen können. Und eventuell, wir sitzen hier hinten aus, na, da braucht man noch kein Benzin. Aber da hinten hier auch nicht. Da hätte man ansonsten hier mit so einem Dreieck so ein bisschen fahren können auf der Hauptstrecke, wie wir es jetzt hier aktuell haben. Also genau so rauf. Ja, okay. Ich würde sagen, wir bauen hier den Güterbahnhof hin und machen dann hier den Anschluss in die Kurve rein. Hier so, gerade weg. Könnte auch eingleisig sein. Den Bau werde ich auf jeden Fall in Speedrun machen. Sprich, ihr sitzt ja auf, nochmal wieder in Schnellbau. Und wenn er dann fertig ist, inklusive der Deko, dann komme ich wieder und dann schauen wir mal, was wir da auf die Strecke schicken. So erstmal der Plan für die erste Erweiterung. Also, bis gleich. Thank you.
So, ich denke mal, der Güterbahnhof ist soweit fertig. Ich habe da noch mit ein paar Details noch gespielt, off-camera. Ich kann auf alle Fälle hier noch mehr tun. Ich habe auch hier noch den Busch ein bisschen hinzugefügt. Es sieht, glaube ich, ganz okay aus. Also kleine Abstellung, Class F-Resemens 2, 08 und unsere Dampflok hier hinten. Und ich würde sagen, wir können hier schon mal was auf die Strecke schicken. Es muss aber gar kein langer Zug sein. Erstmal, denn ich habe mal nachgeschaut bei Lion City. Der Demand von Benzin ist nur 8. Das ist super, super, super gering. Also wenn wir am Anfang da erstmal keinen Gewinn machen. Also schickt mir irgendwas Kleines auf die Strecke. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich natürlich hier hinten kein Depot habe. Das werden wir jetzt hier gleich mal anpassen. Also du musst leider weg. Und ich schau mal, dass ich hier das Depot einfach so ranklatschen kann, aber ohne Überleitung. Was jetzt noch cool wäre, ist, wenn ich das... Na, ich kann es natürlich nicht verlängern. Ja, okay, gibt Schlimmeres. So, ich würde sehr gerne hier einen Dieselzug auf die Strecke schicken. Was haben wir denn hier so Schönes? 08 ist mal zu langsam. Eine Class 44 von die Peak-Lokomotive wäre noch ziemlich geil, aber die kostet 1 Million im Unterhalt. Class 45, 46, eine Warship, die ist ähnlich im Unterhalt, wäre auch cool. Die haben wir schon auf der Strecke. Die wäre natürlich ein bisschen günstiger, aber ich hätte wirklich gerne eine Peak-Lokomotive da. Und ich würde sagen, wir gehen auch mit der Class. Ja, gehen mit der Class 44. Und zwar so. Und dann sind die British Milk Wagons. Ihr habt doch vorher das noch mit Benzin gesehen. Genau, British Oil Tank Wagons Large. Hier gibt es den Clean and Dirty. Und ich würde sagen, von jedem machen wir da mal einen hinzu, damit es hier gut aussieht. Da nehmen wir noch den hier mit dazu und auch den da. Jetzt haben wir eine Kapazität von 48. Das soll passen, den noch. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde sagen, wir machen noch einen sauberen mit dazu. Dann ist eine gerade Zahl. Kostet 11 Millionen. Und ich würde sagen, ich lasse mal vorspielen, bis wir hier bei der 11 Millionen sind. Und dann schickt man den auf die Strecke und schaut uns das mal an. Also, bis gleich. Also, als ich auf das Geld gewartet habe, bin ich hier auf ein kleines Problem gestoßen. Beziehungsweise mir war schon länger bekannt, dass das vermutlich ein Problem sein wird. Hier die Station mit dem ganzen Werkzeug und dem Bauwagen, die hier ankommen, von der Linie, ist überfüllt. Und zwar sehr oft und wir verlieren da Waren. Und ich würde sagen, wir bauen das jetzt mal hier um, dass wir hier ein größeres Terminal haben und eine dedizierte Route haben hier für die Versorgung von Lion City. Und die können dann einfach reinfahren, abladen. Und dann haben wir eben eine eigene Linie, die dann hier rumdüst und schaut, dass wir hier nicht überfüllt werden. Das heißt, wir reißen das hier erstmal ab und gehen dann mit der Large Industries Variante, also mit dem hier. Wobei, mir wird der Parkplatz auch ganz gut gefallen, aber der hat quasi so große Kapazität. Es wird schon nicht schlecht ausschauen. Vermutlich werde ich das bereuen, wenn ich das so mache, aber wir können halt da die Linien ein bisschen aufteilen, dass wir hier die Parkplätze nutzen, dass hier 3, 4 halt zeitgleich stehen. Ja, ich würde sagen, wir bauen den jetzt einfach mal. Wird schon schief gehen. So, tada. Dann werden wir das Ganze noch mal ein bisschen glätten, damit es hier gut aussieht. Einmal so und dann einmal drüber fahren. Wunderbar, dann müssen wir jetzt nur noch die Linie anpassen, also die hier. Wir werden da den vierten Stopp erstmal entfernen, dass er nur noch hier drin ist. Und ich würde sagen, hier gerade aufs allererste. Und dann brauchen wir auch noch die Linie Warenlokal, aber da werden wir jetzt noch ein paar Haltestellen hinzufügen. Und zwar die da. Einerseits hier unten, gerade mal eine platzieren. Ich würde sagen, da seitlich nochmal eine, damit wir so eine Kreisverbindung haben. Und dann weiter oben, also hier einmal rechts, dann einmal weiter oben. Und dann haben wir eine schöne Kreisverbindung, das in der Mitte werden wir jetzt gerade mal löschen, brauchen wir nicht mehr. Gut, perfekt. Und dann
klatschen wir gerade mal die Linie zusammen. Einmal da, einmal da, einmal da und einmal da. Und hier machen wir jetzt gerade noch bitte vollladen. Und ja, das passt eigentlich, glaube ich, so von der Zeit. 3 Minuten. Wir brauchen noch die Alternativplattformen, damit wir hier ein paar LKWs da haben. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einmal komplett durch. Und dann kannst du dich ein bisschen aufstauen. Und dann ist das auch mit der Kapazität nicht mehr so ein Problem. Für das Ganze braucht man dann noch Universalfahrzeuge. Also eine, die das, was wirklich alles laden können. Ich möchte nicht spezialisiert fahren. Da gehen wir mal ins Depot. Wobei, nö, das ist das Tram-Depot. Ich habe ja noch irgendwo das Fahrzeugdepot da hinten. Ist egal, nehmen wir das mal und dann schauen wir mal, was wir hier haben mit Universal. Und da gehen wir erstmal nach Kapazität. Das sind hier die größten. Das ist spezialisiert. Der auch. Ja. Ja, das bringt mir halt alles nichts. Ich brauche einer, der alles kann. Tanker wäre irgendwie noch ganz cool gewesen. Da. Alle Güter. Das ist zwar nicht wirklich realistisch, wobei, je nachdem, wie man es macht. Auch Kapazität von 1,30 ist nicht schlecht. Da würde ich sagen, schicken wir mal ein paar. Wir hätten auch noch hier den Volvo. Der ist aber kleiner. Aber bei. Ja. Und auch den hier. Ja. Lächelt mich jetzt nicht so wirklich an. Der hat auch noch Universal mit dynamischer Kapazität. Der hätte auch die Werkzeuge. Ich würde sagen, wir gehen erstmal mit dem und schicken da mal 6 auf die Strecke. Das sollte erstmal reichen. Also rein von der Kapazität her, das reicht. Dann bitte einmal allein sind die Waren lokal. Nice. Und dann schauen wir uns mal die Gefährten hier mal an. Wieder entpausieren. Wunderbar, da sind sie. Und bei das Blaue, das schaut ein bisschen mehr aus. Generell das Design. Der legt sogar mit 2 Achsen vorne. Ja, nice. Okay. Aber da werde ich jetzt nochmal die Farbe anpassen. Da muss ich... Na, Fahrzeugmanager, glaube ich, muss ich da rein. Das ist nur die Linienfarbe. So sehe ich es natürlich nicht. Aber so, wenn ich hier bei der Linie bin, einmal anpassen und einmal rot. Wunderbar. Schauen wir uns das gerade mal an, ob das jetzt ein bisschen besser aussieht. Na, das ist ein beschissenes Rot. Da hätte ich gern ein dunkleres Rot. Nochmal alle auswählen und dann gehen wir mal mit so eins. Schauen wir uns das mal an. Ja, das ist besser. Das ist nicht ganz so knallig wie das davor. So können wir das erstmal lassen. Nice. Wie schnell fahren die denn eigentlich? Die sind hier mit 50 unterwegs. Das ist wegen der Straße. Die werden wir gerade mal upgraden. 80. Und zwar hier auf der ganzen Strecke. Einmal da und da hinten und einmal nach oben, damit das abgedeckt ist. Sowie auch hier nach oben. Einmal komplett. Und natürlich zur Stadt wieder runter. Wir sollten hier mal schön schnell fahren, damit es hier schneller geht. Wunderbar. Und jetzt fahren die 70, weil Höchstgeschwindigkeit von denen, oder? Ja, da steht's. Höchstgeschwindigkeit 70. Alles klar. Sieht auch wieder besser aus. Nice, nice, nice. So, dann werden wir hier das mit der Linie nochmal kurz anpassen, beziehungsweise erstmal die Wagen hier austauschen, weil ich es gerade sehe. Einmal bitte in groß, eventuell mal schauen, wer wird passen, Bauwagen, aber kein Stein, der passt auch nicht, der passt auch nicht, der wird passen, alle Güter, wer hat weniger realistisch, der passt eh näher nicht, schauen wir mal hier rein, nichts für mich, der hat aber Steine, kann aber die anderen nicht, also würde ich sagen, gehen wir auf Universal. Einmal kurz passieren, werden die alle mal verticken. Na. Sell. Yes. Thank you. Okay, dann
Kaufen wir noch ein paar. Einmal Universal bitte, danke. So viel, wie wir uns halt irgendwie leisten können. Ja, wobei, da brauchen wir jetzt eh nicht so viel. Aber, ich habe gesagt, ich kaufe mir doch 8 Stück von denen erstmal. Und die schauen wir uns auch erstmal an. Hier in weiß. Ja, ist okay. Ganz schon langsam modern hier auf der Karte. Ah ja, und falls es nicht aufgefallen ist, ich tue das gerade im Nachhinein vertun, denn die Originaltonspur ist leider verkackt. Und ja, jetzt muss ich das im Nachhinein nochmal kommentieren. Aber dann ist die Linie jetzt erstmal abgebildet und dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Umsatz. Die werden hier erstmal warten und dann läuft es. Was ich mir jetzt dann noch angeschaut habe, ist die Auslastung von der Industrie und die ist halt leider noch nicht komplett ausgelastet wegen der Nachfrage, aber das dürfte sich mit der Zeit mal legen. Hier kommen dann unsere neuen LKWs endlich mal rein und stellen sich mal schön auf in einer Reihe. Das sieht echt nice aus und werde da nochmal die Haltezeit anpassen auf unendlich erstmal. Wir müssen ja nicht fahren, wenn hier nichts los ist. Einmal ganz nach rechts. Wunderbar. Ein bisschen vorspulen. Und der da ist einfach durchgefahren. Warum auch immer. Der ist gar nicht angehalten. Fand ich noch ein bisschen schräg. Und dann habe ich jetzt hier entdeckt, die können hier zu zweit hintereinander stehen. Also, wenn dann 2, 4, 6, 8, 10, wenn ich jetzt richtig zählt habe. Das ist noch good to know für ein bisschen später. Gut, als nächstes bin ich auf der Suche nach dem Güterzug mit dem Werkzeug, wo der jetzt gerade ist, weil ich mir das dann anschauen möchte mit der Warenverteilung. Da ist er ja auch. Nein, das ist der falsche, das ist der Holzzug. Da ist er. Und dann will ich einfach schauen, was mit den 128 Werkzeugen passiert, wenn hier die LKW stehen. Und da fährt er auch gerade ein. Hinzoomen. Oh, die klingt einfach so nice, wenn die fährt. Herzlich willkommen in Lion City. Und den Bahnhof könnte ich hier auch ein bisschen überarbeiten. Sieht noch ein bisschen traurig aus. Oh, und ich sehe gerade, die Straße ist ein bisschen versetzt hier. Muss ich korrigieren. Gut, da wird entladen. Und da schaue ich mir jetzt gerade an, wie die Waren jetzt verteilt werden. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Waren gleichmäßig über alle LKWs verteilt wird. Das wusste ich nicht. Entsprechend werden wir die Wartezeit nochmal anpassen, damit die nicht allzu lang stehen, damit es hier keinen Stau gibt. Und das mache ich dann jetzt auch hier. Muss man hier das mal ein bisschen zurücksetzen. So auf. Ja, 2 Minuten, 3 Minuten, dass sie da wieder abfahren. Weil es kommt ja noch das von der anderen Linie, der die Baumaterialien dazu. Und die müssen ja noch geladen werden. Ah, und ich habe noch die Fahrzeugkürze, was ein bisschen zu viel sind. Weil braucht man das 30 Kapazität? Ja. Perfekt. Also damit muss ich noch ein bisschen spielen mit diesen Multiplattformen und mit der Warenauslastung. Und ja. Projekt Benzin hier unten. Das kommt jetzt als nächstes. Wir brauchen noch die 11 Millionen, damit ich hier die Peak-Lokomotive noch kaufen kann. Und ich würde sagen, ich lasse mal hier die Zeit wieder vorspulen, beziehungsweise mache kurz einen Cut und dann geht's weiter. So, da bin ich wieder. Ich habe immer noch nicht genügend Geld. Ich habe aber ein paar Improvements gemacht. Einerseits haben wir jetzt hier 2 Schiffe und ich habe hier den Halt gebaut für Large Capacity, sowie auch hier. Und hier unten habe ich den Halt angepasst und auch die Fahrzeuge ausgepasst. Nicht ausgepasst, angepasst. Das ist jetzt wie folgt. Wir haben jetzt hier 2 Linien. Einerseits nur welche, die hier Rohöl hier hinbringen und wieder retour fahren. Und dann die hier das raffinierte Öl da raufbringen und dann das Benzin zum Dock bringen. Und habe hier die Stations aufgeteilt. Also immer eine Linie, Linie 1, Linie 2, Linie 1, Linie 2 etc. Dass sie da hier entsprechend warten können. Werden sie eh nicht ausnutzen, aber zumindest Linie 2, die was hier das raffinierte Öl wegbringen. Die nutzen das ein bisschen. Das funktioniert. Und ich habe hier schon mal
und Zug auf die Strecke gebracht, denn ich hatte ein bisschen Angst, dass die Industrie da oben weggeht. Denn das ist irgendwie verschwunden und wieder kommen und gedacht, okay, ich muss einen Zug hinschicken, damit hier was passiert. Das ist erstmal ein Provisorium. Ich zeig's euch mal. Fahrzeuge. Ist unser Zug, bestehen aus 3 Wagen, ist jetzt leider keine der Peak-Lokomotiven. Die kennen wir ja schon, ist bei dem einen Intercity drin, der fährt jetzt einfach mal hin und her. Der macht auch Verlust, aber der Demand ist halt leider nicht sehr hoch. Ich bin auch mit dem Editor hergegangen und habe erstmal die Waren entfernt, dass wirklich nur Benzin drin ist, aber Nachfrage, Benzin ist halt nur 8. Finde ich ein bisschen schade. Generell mit den Finanzen sieht es ein bisschen mehr aus, also der Intercity macht halt schön Verlust, also beide Intercities nach wie vor. Das gerade schon wie erwähnt, Schattenfahrten, ja klar, Schifffahrt, es geht so. Was ich jetzt gerne machen würde ist, also auch hier könnte man umstellen auf Werkzeug, dann wird hier die Linie ein bisschen mehr benutzt. Ich habe auch bei dem Holzzug, weil es mir gerade einfällt, noch eine Lok hinzugefügt, das heißt, wir haben jetzt hier 4 Züge, die da hin und her fahren, also ganz schön viel los auf dem Part. Was ich jetzt erstmal gern machen würde, denn Gerbstedt ist jetzt die einzige Stadt, die noch keine Waren kriegt. Ich würde die gerne umstellen auf Lebensmittel, was sage ich denn da? Aber hier unten haben wir wie so eine Art Kornkammer, eigentlich waren es mal 3, jetzt sind es noch 2. Ich würde hier den Betrieb platzieren, und zwar so eine Bäckerei. Ich denke, das macht Sinn. Muss ich sie nur noch finden, ach da ist, und werde ich da hier bei der Kreuzung platzieren, werde nur die ganzen Straßen upgraden, mach die Linien fertig, und wenn ich das gemacht habe, bin ich dann gleich wieder bei euch, dann hätten wir hier mal die Stadt angebunden. Also, bis gleich. So, das ist jetzt alles fertig gebaut, ich habe hier die Straße noch angepasst, da hat es jetzt hier einen Tunnel, LKWs sind hier schon unterwegs, und hier habe ich das so konfiguriert, dass ich die zwei, also ich habe 2 Linien, ne? Eine für die 2 Weizen hier, dass hier beide Industrien abgeholt werden. Und die teilen sich hier 4 Plattformen und dann natürlich noch die Strecke für die Lebensmittel selber. Geht hier nach oben. Ich habe den Halt jetzt hier platziert, damit hier mit der Tram nicht im Weg ist. Und auch die teilen sich dann hier eine Plattform. Das läuft eigentlich ganz gut, habe es ein bisschen laufen lassen. Jetzt mal rein von den Finanzen, was wir hier sehen. Die machen noch Verlust, aber das dürfte sich dann bald legen, wenn da ein bisschen mehr los ist. Bin aber zufrieden. Und dann haben wir jetzt hier Gerbstedt endlich mal angebunden an der Industrie. Das heißt, die dürften dann demnächst auch mal wachsen. Wenn wir uns mal hier die Diagramme anschauen. Boah, schaut euch mal diesen Peak an. Puh. Also das bringt halt echt viel, wenn man hier die Industrien anbindet. Das wäre dann halt nur noch, was ist das, Werkzeug? Ne, Maschinen. Ah, das wird ein bisschen knifflig, wenn wir das machen, aber das werden wir jetzt nicht in der Episode machen. Aber eine komplexe Industrie sollte man schon mal machen. Da unten sehe ich gerade, da wäre eine Maschinenfabrik. Da brauchen wir Bretter und Stahl. Und für Stahl brauchen wir, was ist das hier alles? Eisenerz und Kohle. Spannend. Okay, ja, also so viel mal zu dieser Industrie. Okay, liebe Leute, es ist ein bisschen Zeit vergangen und ja, ich habe damit abgeschlagen, dass wir hier keine Peak-Lokomotive einsetzen, sondern die Lok bitte erstmal so weiterfahren, denn der Demand ist einfach wirklich nicht hoch. Wenn hier noch ein paar Wagen anhängen, wenn Lion City ein bisschen mehr Benzin braucht, aber ich habe eine ganz neue Idee und zwar ein Sleeper-Service, sprich Nachtzug. Und zwar möchte ich den Caledonian Sleeper nachbauen. Das ist tatsächlich ein Nachtzug, der in England fährt. Der fährt quasi von oben nach unten, mehrmals am Tag. Und den Caledonian Sleeper, den möchte ich von Lion City nach Gerbstedt fahren lassen. Und zwar langsam. Ich werde erstmal hier die Route bauen. Und zwar von Gerbstedt fährst du erstmal hier nach oben nach Lion City und dann wieder hier retour und
dann halt gern in die Abstellung da rein. Aber da habe ich jetzt die ganzen Depots nicht. Also werden wir das erstmal nicht machen. Da muss ich erstmal das da unten umbauen. Okay, dann werden wir den Bahnsteig hier noch anpassen. Weil da, wo du jetzt bist, passt es mir nicht. Bahnsteig 7. Ja, perfekt. Und von der Wartezeit her, das Maximale ist... Ja, 5 Minuten. Das Maximale sind hier 10 Minuten. Das ist ein bisschen zu heftig. Also machen wir mal 5 Minuten, weil der soll ja nicht schnell fahren. Der soll da ruhig mal ein bisschen stehen. Und das Gleiche noch bei Lion City anpassen. Beziehungsweise schauen wir mal, auf welchem Bahnsteig der ist. Ne, ich hätte dich gern auf dem alleräußersten Bahnsteig. So. Und auch hier bitte wieder 5 Minuten warten. So. Cool. Nice. Dann tut er auch die Strecke nicht so weit blockieren, wenn er dann mal fährt, die alle 5 Minuten. Er wird eh lang brauchen bei dem ganzen Verkehr. Aber ja, ist ein Sleeper-Service, ist ja kein Intercity. Gut, das war mal die erste Extension. Danach würde ich sagen, bauen wir das um, dass der Caledonian Sleeper hier einfährt, die Leute quasi rauslässt und dann fährt er hier ins Depot rein, wo er dann 5 Minuten wartet, dann fährt er hier wieder raus, wartet hier und fährt dann los. Dazu muss ich aber das Depot hier erstmal umbauen und das mache ich jetzt noch nicht. Den Zug selber, den habe ich schon mal gekauft und zwar haben wir hier eine Class 52 mit Sleeper Rakes und die würde ich sagen, schicken wir mal schnell auf die Strecke. So, da kommt auch unser Sleeper Service schon raus. Ah, dieser Diesel-Sound ist doch einfach mal mega nice. Schon Spaß mit dem, muss ich schon sagen. Und die Class bin ich gerade vor kurzem mit Transient World gefahren. Also gar die Hupe ist authentisch und da unsere Schlafwagen. Mit First Class mit dabei. Ich muss mir mal ein paar Fotos anschauen, wie die damals innen konfiguriert gewesen sind. Also rein vom gemütlichen. Ja, und da gibt er Gas. Die Geschwindigkeitsbeschränkung ist vorbei, das müssen wir vielleicht nochmal anpassen. Wir werden jetzt nochmal zum Bahnhof gehen und werden nochmal die Einfahrt richtig schön einfangen. Das wird noch einmal passieren. Gehen da mal an den Bahnsteig ran, auf den da. Und nutzen dafür das Kameratool. Damit wir hier ein bisschen weiter runterkommen können. Also könnt ihr einfach hier so nehmen, geht es dann auf Video und dann habt ihr hier so die Kamera-Zoom-Optionen. Da kann man sich richtig schön hinstellen. Und dann werden wir den jetzt mal beobachten, wie er da reinfährt. Dass ich die Objekte ein bisschen ein- und ausblende, ein bisschen mehr. Das Fenster können wir jetzt einfach wegmachen. Und dann lassen wir wieder laufen. Und dann sollte da hinten auch gleich mal um die Ecke kommen. Das wird dann auch der letzte Teil von der Episode sein. Zum Abschluss gibt es noch eine Mitfahrt mit dem Caledonian Sleeper und zwar mit ein paar Cinematic Shots und dann mal schauen, was wir so alles auf der Strecke sehen werden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder ein Like und ja, dann bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt es noch die Einfahrt für euch und dann die Mitfahrt.